Schlacht beginnen. Ja, und Inferno kommt auch auf jeden Fall. Inferno hätte ja schon eingebaut sein können. Es gab ja dieses Voting da zwischen ein paar Fraktionen, welche als nächstes eingebaut werden sollte. Und gewonnen hat die Sylvaner-Fraktion. Ich weiß noch nicht, wieso die meisten Leute für Sylvaner gewählt haben. Finde ich, das erscheint mir ein bisschen merkwürdig. Aber wenn sie gewonnen haben, meinetwegen. Töte mal einen davon. Du gehst nach hinten. Du schießt. Tötet drei. Ich glaube, wir verteidigen uns lieber erstmal eine Runde und warten noch, dass wir ein paar weggesniped kriegen, oder? Tötet zwei. Kann ich an mir vorbeilaufen oder so. Verteidigen! Du bleibst dann mal in Reichweite stehen, würde ich sagen. Und du machst 3 bis 9 tot. Sanktuarium sagt mir jetzt gar nichts. Dann töte die mal. Dann schmeißt du dich hier in den Weg. Oh, minus 1. Haben noch 61. Wir verlieren da gerade relativ viele HP an die. Du kommst dann mal hier rum. Juhu, erhöhte Moral, da bin ich ja richtig glücklich drüber gerade. Jetzt nicht wirklich was mit anfangen. Und ihr müsst dann auch noch ein bisschen auf Abstand gehen. Kommt auch mal hier runter. So, liebe Gargs, ihr macht einen Frontalangriff, das ist ganz nett von euch. Angriff mit unserem Helden. Dann töten wir 2 bis 3. 3 gestorben, sehr schön, sehr schön. Ihr geht wieder aus der Reichweite von den Kerlen. Ihr snipt den in den Rücken. Zack, 5 tot, hohe Moral, perfekt. 1 bis 4 tot. 2 sterben. 22 HP, reicht immer noch aus. Bams, minus 3. Und das sollte es dann noch gewesen sein. Er stecht sie! Ja, haben wir überlebt. Naja, dann erschießt sie halt. Whatever! Naga-Fraktion mit Haikriegern. Sagt mir gar nichts. Klingt aber cool. Sieg! So, Lagerhaus ist eingenommen, wunderbar. Jetzt können unsere anderen Helden beim nächsten Mal plündern gehen. Den Rest lassen wir erstmal noch stehen. Dann gehen wir erstmal noch weiter hier unten einsammeln und erkunden. Runde von Player 2. Du bleibst noch da. So, die Gesandtschaft wäre ja das, was ich eigentlich haben wollte mit unserem Diplomaten. Aber uns fehlt noch ein Level momentan. Magiegilde brauchen wir auch, damit wir hier das Stadtportal mal bauen können. Tierhöhle, Pferdestelle. Seine Schmiede. Marktplatz brauchen wir auch relativ bald. Fürs Rohstoffsilo. Vielleicht gucken wir lieber erstmal, dass wir den Spawn von Einheiten hochkriegen. Also bauen wir lieber erstmal eine Kaserne in dieser Runde. Okay, dann läufst du mal eben bitte zu dem Silo hier hin, also zu dem Lagerhaus. Kriegen wir plus 5 Holz. Ist doch ganz schön. Hier vorne hin marschieren. Du gehst erstmal hier unten erkunden. Und du kommst hinterher gezackert. Schnappst du den ganzen Kram, der hinter uns liegt. So, was haben wir denn hier? Neutrale Armee, 20 bis 49. Die sollten wir schaffen können. Oh, was ist das denn schon wieder für eine Armee? Greifen von den Meistertypen. Ne? Die Resister können wir auf jeden Fall freilegen. Also die sollten kein Problem sein. Schlacht beginnen.
Ja, ich weiß auch nicht, was sie für merkwürdige Ressourcen hier gemacht haben. Die Ressourcennamen stören mich auch so ein bisschen, muss ich sagen. Auf in die Schlacht. Große offene Felder, immer schön. Jetzt mal bis hierhin. Hohe Moral bringt mir gerade herzlich wenig. Greif mal an. Jetzt erstmal verteidigen. Du kannst irgendwo hier in dem... Die Einheit ist im Weg meines Zuges. Dankeschön. Jetzt irgendwo hier stehen bleiben. Und 2 bis 5 wegsnipern. Piu, leider nur 2. Das war jetzt relativ wenig. Doch, wir können vielleicht ein bisschen mehr killen. 3. Hoffen wir mal, dass sie nicht so viel Schaden machen. Schauen wir mal. Das ist ganz, ganz fies. Ganz, ganz fies. Ich hätte doch erst angreifen sollen, sehe ich gerade. Wir laufen mal außer Reichweite. Das ist wunderbar, erhöhte Moral. Greifst du es nur frontal an? Ja, ja, nee, nee, das können wir nicht machen. Das versuchen wir nochmal. Idioten-Button! Dann gehen wir stattdessen weiter in die Ecke rein. Schlacht beginnen. Vielleicht können wir den ja irgendwie hier hochlockern. Das wäre zum Beispiel schon mal ein Ansatz. Mal hier hin. Ja, mit der Einheit einfach mal hinterher. Letzte Gelegenheit für Heldenaktion. Ja, ja, machen wir. Angriff hält. Angriff mit Pfeil und Bogen. 2 tot. Okay, dann bleiben wir hier oben, dass wir noch in der Ecke stehen. Und du gehst auch mal in die Ecke rein. Hoffen wir mal, dass er jetzt zu uns hochgetuckert kommt. Ne, kommt er leider nicht. Letzte Gelegenheit für Heldenaktion. Tötet 1 bis 5. Mann, 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 das ist wieder eine Reichweite. Und Schaden. Tötet 2. Dann müssen wir jetzt wohl ansetzen, schätze ich. Zack, -2. Oh, hohe Moral. Einen. Ist auf jeden Fall günstig für uns, weil so kommt er nicht an die Bogenschützen ran. Tötet 1 bis 3. Ah. Sehr schön. Das hat funktioniert dieses Mal. Okay. Jetzt töten wir 2 bis 5 mit dem Bogenschützen. -3, wunderbar. Heldenangriff, tötet einen, wunderbar. Du hast leider nur noch 16 HP. Deswegen riskieren wir das gar nicht, jetzt mit dir anzugreifen. Tötet 2 bis 3. Bams, tötet 3, wunderbar. Du gehst auf die Campen, kannst keinen töten und das war's. So muss das aussehen. Wunderbar, wunderbar. Ein Hoch auf den Idioten-Button. Hätten wir das auch aufgeräumt. Was seht ihr denn? Luftelementare, da kann ich mich nicht mit anlegen. Walker. Kann man einfach an denen vorbeilaufen, wenn man will? Wozu steht ihr denn da? Seid ihr Deko? Ne, hier ist ein Schwert. Also die sind keine Deko. Ich muss gegen die kämpfen. 1 bis 4, 1 bis 4, 5 bis 9, 1 bis 4. Ja, die sind ja alle noch ein bisschen stark. Leider. Dann müssen wir erstmal gucken, dass wir noch ein bisschen besser werden. Ist klein hier alles. Können wir mit dem auch nur gerade einsammeln hier vorne. Dann müssen wir gleich mal in die Stadt zurücklaufen, um zusätzliche Einheiten einzusammeln. Immer neu laden wäre wohl sehr nervig, da hast du wohl recht. Kann man dem Spieler lieber direkt einen Neustarten-Button geben. Dann wollen wir
die Tierhöhle haben. Erkerturm braucht Baustufe 6. Rekrutierungsbüro für mehr Legionäre brauchen wir auch für hier nachher den Turnierplatz, also den Rekrutierungsposten. Ne, brauchen wir gar nicht. Wir brauchen die Pferdestelle für den Übungsplatz. Übungsplatz wollen wir auf jeden Fall irgendwann haben. Wie sieht's denn aus mit Kreaturen-Spawnern hier? Du brauchst Baustufe 9. Einfach nur Baustufe 6. Ja, dann können wir auch eigentlich das Rekrutierungsbüro erstmal bauen. Können wir in der nächsten Runde gleich den Schießplatz kaufen. Für mehr lustige Einheiten. Ich muss mal mit dem keine Resis einsammeln. Gehen wir zurück in Richtung Stadt. Wir haben genug andere Läufer, die das für uns tun können. Da, plus 3, plus 6, plus 5. 5. Für dich haben wir momentan nichts Sinnvolles zu tun, ne? Kannst du höchstens in die Stadt stellen und sinnlos sein. Zumindest in diesem Moment. Bleib mal da. Währenddessen passieren lustige Sachen auf der anderen Spielfeldseite. Ausgeholt. Ich hasse diese Funktion. Doch, dann kann die auch nur erstmal zurückkommen. Du gehst mal bitte wieder in die Stadt hinein. Schießplatz möchte ich bitte haben. Du gehst in die Stadt. Du gehst vor die Stadt. Kreaturen anwerben können wir momentan 21 Wächter. Das ist nicht viel wert. Aber immerhin sind es 21 Wächter. Ist schon nicht schlecht, aber auch nicht die Welt. Ich glaube, da warte ich lieber noch ein bisschen. Währenddessen scheint Player 2 aufzuräumen auf seiner Spielfeldseite. Ist mir ärgerlich, so Leerrunden zu haben. Magiegilde Stufe 1 wäre nicht unbedingt schlecht zu haben. Da müssen wir uns, glaube ich, für später aufheben. Werden wir nämlich jetzt wohl mal eine Tierhöhle dazu holen, glaube ich. Bringt ihr uns was? Priorei braucht Elrath Konvent und Chor der Gläubigen oder Gesandtschaft. Für den Elrath Konvent brauchen wir Kriegsgerätfertigung, Heilschwestern, Stufe 1. Ha. Ich glaube, dann holen wir uns jetzt lieber die Gesandtschaft mal dazu. Jetzt gerade brauchen wir die Einheiten. Jetzt gerade sind die Wölfe wichtiger. So, und jetzt der letzte Tag, an dem wir hier doof rumstehen müssen. Dann können wir wieder anfangen zu kämpfen. Woche der Schnelligkeit! Oh, das ist ja nützlich. Mit zusätzlicher Schnelligkeit kann ich definitiv leben. So, dann will ich die Scharfschützen bitte upgraden. Jawohl. Mehr Scharfschützen. Neue Kreaturen anwerben. Scharfschützen. Auf jeden Fall. Wölfe. 20 Stück auf jeden Fall. Und dann noch so viele Wächter, wie wir können. Dann teilen wir auf. Zack. Zack. Und zack.
Jetzt ist diese Armee plötzlich trivial geworden. Also auf in die Schlacht. Was sagt denn der Schnellkampf zu der trivialen Armee? Der Schnellkampf sagt dazu, wir verlieren 2 Wächter, 1 Wächter, 1 Scharfschützen, 3 Wächter. Wir versuchen es mal mit Selbstspielen. In die Ecke mit dir, in die Ecke mit dir. Ihr kommt hier hin. Stellen wir mal ein bisschen zentraler auf hier. So. Schlacht beginnen. Erstmal haben die Gegner tausende von zusätzlichen Effekten. Bringt's irgendwas mit unserem Helden erstmal anzugreifen? Kann auf jeden Fall dafür sorgen, dass die da wahrscheinlich gleich sterben werden. Was jetzt wirklich sinnvoll ist, weiß ich nicht so genau. Diese blöden Druiden kommen auf jeden Fall einmal zum Angreifen. Vielleicht kriegen wir einen von den Kaplanen dazu, nicht zu attackieren. Ich weiß nicht, wie viel Schaden wir da wirklich machen werden. Ich mach mal einen Angriff auf den Kaplan. Hey Kevin! Da töten wir 2 von, das ist okay. Dann bringen wir den wohl endgültig um. Mit unserem Kavalleristen hier. So, generischer Justicar kommt nicht an uns dran. Der sollte jetzt einen töten. Jawoll. Wunderbar, wunderbar. Der darf da vorne verteidigen. Wobei bringt das überhaupt was? Er wird nicht dazu kommen, irgendwas zu tun, also lassen wir den aber einfach stehen. Ebenfalls. Aber kriegt ihr nicht mal tot. Ah, das ist schön, wenn ihr ihn nicht mal töten könnt. Ja, tötet 3, tötet 2 bis 3. Hat zumindest was gebracht, dass wir ihn angegriffen haben. Wir spielen 1 gegen 1 gegen einen schweren Gegner dieses Mal, Kevin. Und dann versuchen wir, glaube ich, hier mal 2 bis 4 zu töten. Rück, tötet 3. Okay. Die Wölfe können die Dame da vorne versuchen zu zerfleischen, oder wir könnten versuchen, den da zu erledigen. Bis wohin kommen die Wölfe denn? Nicht ganz bis zu den Gegnern, das ist schon mal herrlich. Greift ihr die Kerle da an? Kommen die noch zum Zug? Was seit... Ja... ich mich da hinstelle, dann müsste das eigentlich noch fun... Aber nur wenn die sterben, Mist. Mist, die sterben nicht, ne? Ah, und die haben Wolf getötet. Das war jetzt doof. Minus 33. Ja, jetzt sterben sie auf jeden Fall in dem Rückangriff. Verteidigen. Achso, er greift sowieso meinen Kavalleristen an. Ja gut, dann macht das ja nichts. So, und dann töten wir den jetzt. Du hast dir die Deluxe-Version vorbestellt. Ja, mein Beileid. ich bin mir nicht mal sicher, ob unsere Verluste besser sind, als die Verluste von dem Schnellkampf waren. Naja. Passt schon.